Geralt hat hoffentlich mehr als nur einen Versuch, um zu brechen, einen uralten mehrstufigen Fluch. Und sollte dies so sein, wird Morgwarg wieder ein Mensch sein. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Witcher 3 Wild Hunt Part 126. Tja, der gute Morgwarg war ja ursprünglich mal ein Mensch und jetzt ist er dazu verdammt, hier gebunden an den Garten ewig zu wandeln. Und nicht sterben zu können, zum einen, aber auch nicht fressen zu können, obwohl er ein unglaubliches Verlangen nach Fressen natürlich hat mit der Zeit, ne? Ist ja verständlich. Aber auch daran kann er nicht sterben und bei dem Versuch etwas zu fressen, wird alles zu Asche und brennt furchtbar in seiner Kehle. Also Schmerzen hat er auch nach wie vor unabänderlich. Ja, warum? Warum muss er diese Qualen erleiden? Ja, er war ursprünglich ein Verbrecher, der vor nichts Halt gemacht hat und vor niemandem Achtung hatte und Respekt, menschenverachtend war ohne Ende. Und eine Priesterin, der er zuvor die Kehle aufgeschlitzt hatte, hat in ihren letzten Zügen diesen Fluch geäußert, der ihm jetzt so zum Verhängnis geworden ist. Ja, ist die Frage, ne? Mehr oder weniger auch eine ethische Frage. Hat das jemand verdient, ein solcher Verbrecher? Tja, eigentlich schon, ne? Eigentlich schon, muss man wirklich sagen. Also so leid es mir tut, aber jemand, der anderen so viel angetan hat, der hat es nicht anders verdient, muss man wirklich so sagen. Also würde ich jetzt sagen, komme ich einfach mal zu diesem Schluss, ne? Ja, nur an sich selbst gedacht, also rein so aus, auf so einem Ego-Trip, sage ich mal, um es mal gelinde auszudrücken. Kein Wort wird dem so wirklich gerecht. Okay, was soll man jetzt überhaupt machen? Finde einen Weg in die überflutete Höhle unter Morgwags Lager. Ja, ich bin, glaube, da bin ich hier falsch, oder? Nee. Okay, wir müssen also... Da sind nach wie vor seine Spuren. Wir müssen also erstmal die eine Schleuse öffnen. Und dann kommen wir dahin. So, was war denn jetzt nochmal der Schalter für die Wahl der Schleuse? Okay, das nicht. Das ist er. Ja. Nur einen kleinen Umweg um den Grashalm und zurück. Ja. Moment, das Ding ist doch schon offen. Nein. Oh. Können wir hier nicht einfach. Nee, offensichtlich nicht. Aha, okay, da ist auf jeden Fall eine Höhle. Nee. Also das Ding ist jetzt unten, ne? Es war aber kurz oben, kurzzeitig. Vielleicht ist das auch zeitkritisch etwas. Muss ich auch sein. Und jetzt ist das Ding oben. Gut. Ja. Schnell, Geralt. Wir haben keine Zeit, glaube ich. Ja. Durch den Wasserfall. Super, geschafft. Oh, ich glaube, ich sollte weiter schwimmen, sonst geht uns der Sauerstoff aus. Na komm, mach schon. Ja, ihr könnt es mir ja mal in die Kommis schreiben, wie ihr das seht. Also würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Oh, hier haben wir eine Luftblase. Ja, wir müssen jetzt auch einen Schlüssel finden irgendwie. Also der hat auf jeden Fall einen Schlüssel gesucht, der Morgwarg. Aha, also noch mehr Leiche. Ach, Schlüssel des Vorhängeschlosses. Wahrscheinlich können wir damit jetzt auch in die ganzen Räume rein, in die wir zuvor nicht hineinkamen. Oh, und schöne Gegenstände haben wir. Kohle. Ein Schema sogar von einem neuen Trank, oder? Ja, sehr schön, sehr schön. Wunderbar, hat sich doch gelohnt, der Ausflug in die Höhle. Aha. Die Knochen sind durch die Kluft gefallen. Vor Jahren. Mhm. Ja, wahrscheinlich durch den Wasserfall hier, durch die Strömung. Hm, nur jetzt? Oh, jetzt zeigt der Marker woanders hin, der Questmarker. Jetzt soll ich wohl wieder raus aus der Höhle, ne? Scheinbar, ja, wir haben ja alles gefunden. Jetzt können wir ja die Türen aufschließen. Und vielleicht kommen wir da dem Geheimnis des Fluchs so ein bisschen auf die Spur. Vielleicht hat die Priesterin da irgendwas hinterlassen, ne? Und einen schiebt.
der uns vielleicht dabei helfen kann, den Fluch wieder zu lösen. Ja, wir machen das natürlich nicht aus einem Freundschaftsdienst heraus, verständlicherweise, ne? Weil so einem Monstrum, was er mal war als Mensch, also jetzt als Bestie ist er erstaunlicherweise fast menschlicher. So, okay, dann können wir jetzt schon mal alles aufschließen. Naja, ich werde ja mal sehen, wie wir dem Geheimnis hier auf die Schliche kommen. Auf die Sprünge, besser gesagt. Genau. Wieder hoch. Na komm schon. ja. Hier ist auch so ein Verschlag, aber da kommen wir wohl nicht rein und sollen wir auch nicht rein. Ja, da ist auch nichts weiter drin, wie es aussieht. Moment, untersuchen. Naja, das hatten wir schon untersucht. In einer der letzten Folgen, ne? Okay, einfach mal nach oben gehen, da zu den Hütten. Naja, die Spuren kennen wir auch schon, die haben wir auch schon alle untersucht. Beeilen wir uns mal ein bisschen, weil, tja. Ja, wie gesagt, das passiert nicht aus einem Freundschaftsdienst heraus, dass wir ihn davon befreien, von dem Fluch. Sondern, weil wir ihm dann ein jähes Ende bereiten können. Moment, wo muss ich denn jetzt überhaupt lang? Müssen wir doch mal die Karte aha, wir müssen wieder da rein, oder was? Verstehe ich jetzt nicht. Schließe die Türen des Kapitelhauses auf. Aha, das Kapitelhauses. Ist ja nett. Können wir hier jetzt auch aufschließen? Ja, jetzt können wir alles aufschließen. Wunderbar, Leute. Huh, oh Gott. Ne, hier möchte ich jetzt erstmal nicht rein. War auch so eine Höhle. Das ist hier alles so ein bisschen verschachtelt, aber vom Leveldesign wirklich großartig. Muss man echt mal sagen. Aha, ach, das Haus ist auf der anderen Seite. Jetzt bin ich einmal im Kreis gegangen. Super. Das ist aber auch ein Haus. Nee, da zeigt auch ein Marker hin. Nee, aber wir müssen erstmal das erste Haus auf jeden Fall betreten. So, was geht die Tür? Aber dazu müssen wir erstmal wieder hier hochkommen, ja? Aha. Moment, können wir hier nicht auch aufschließen? Doch, ne? Müssen wir jetzt auch können. Morgwart gibt nicht so einfach auf. Nee, ja. Schlüssel. Oh, Moment. Achso, der geht dann automatisch auf Untersuchen. Nee, da können wir den Schlüssel nicht verwenden. Also da kommt noch ein anderer Schlüssel in Frage, mein Gott. Wo ist das Schlüsselbund hier? Okay, hier können wir jetzt rein. Naja, das ist dieses Haupthaus. Okay, hier sind wir ja schon reingekommen. Und haben auch die Blutspuren entdeckt. Aber jetzt können wir hier uns weiter umsehen. Anzünden. Nehmen. Ah, du wird der Gestrenge. Ja. Naja, den machen wir vielleicht auch noch den Gar aus. Mal gucken. So. Also zumindest helfen könnten wir dabei helfen. Okay, Quest aktualisiert. Ja, wir sind jetzt hier drin. Untersuche das Haus. Aufnehmen. Bier, Zwergenschnaps. Na gut, jetzt nicht unbedingt. Ah! Morgwags Tagebuch. Okay. Tjostar der Weise hat seinen Beinamen wirklich keine Ehre gemacht. Er hat mich bezahlt, damit ich sein Dorf nicht angreife und dann, weil er sich für so klug hielt, die Wache abberufen. Nie war es einfacher gewesen im Leben. Wir schlitzten den Männern im Schlaf die Kehle auf und vergnügten uns mit den Weibern bis zum Morgengrauen. Nicht viel Beute, aber erstklassige Unterhaltung. Ja, ne? Bekommen wir so einen kleinen Auszug aus dem Leben von Morgwag, ne? Wie er als Mensch so drauf war. Als wir von Ranveig fortsegelten, hörten wir Eulen rufen. Ein schlechtes Omen, also habe ich den Befehl gegeben, zum Ufer zurückzukehren. Pucke machte sich lustig, wie ich denn mutig sein könnte, wenn ich Angst vor den Göttern hätte. Ich warf ihn mit einem Messer zwischen den Rippen über Bord, aber ich weiß, dass ich in den Augen der Jungs an Respekt verloren habe. Ich muss etwas tun, um zu beweisen, dass ich an Bord immer noch den längeren Schwanz habe, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Unser Besuch auf Hindersfall war ein voller Erfolg. Tote Priesterin, zerstörtes Denkmal, verbrannte heilige Bücher, gelehrte Metfässer, das Silber haben wir aufgeteilt. Ich habe die Votivgaben genommen,
Noulf, Sohn von Ordleik, den Becken und Löffel. Mons, Sohn von, na wie auch immer, die Leuchte und den Schmuck, während Torda, Sohn von Blabla, seinen Anteil aus Angst vor Freyas Zorn nicht an sich nehmen wollte. Umso besser, dann bleibt mehr für uns. Morgen segeln wir nach Spikerok und sehen nach, was die Händlerweiber auf dem Markt gebracht haben. Ja gut, und nun? Das war's. Nee. Ach so, hier gibt's noch mehr zu erkunden, aber damit haben, okay, das hat jetzt damit nichts zu tun. Jo. Eine Schatzsuche Schemas zur Verbesserung der Bären. Oh, okay, neue Quest. Warum denn das? Was hat das jetzt damit zu tun? Naja, gut, egal. Was haben wir denn hier noch? Das war jetzt aber auch nicht wirklich so aussagekräftig. Ich meine, wir haben ja schon von den Dorfbewohnern gehört, dass das nicht gerade ein netter Zeitgenosse war, um das mal gelinde auszudrücken. Aber was wir jetzt machen sollen, weiß ich immer noch nicht. Frage Torda von. Aha. Warum er dich wegen Morgwak belogen hat, ja. Moment. Ja. Der steckte damit genau. Ach so, das ist ja der Typ, den wir da, was in der letzten Folge, ne, zu dem Morgwak befragt hatten. Und offensichtlich war er hier mit dabei. Einer der Verbrecher. Ja, sehr interessant. Das nimmt ja hier noch ganz spannende Entwicklungen. So, naja, dann reiten wir doch mal zu dem Typen zurück. Weil da ist leider kein Wegweiser. Aber ist ja egal. So weit ist es nicht. Und dann wird der Typ uns hoffentlich Rede und Antwort stehen. Wo bist du denn? So ein Verbrecher. Na gut, aber letztendlich... Ah, seinen Kameraden hat er denn seinem Schicksal überlassen, ist ja auch nett. Aber was will man von solchen Verbrechern erwarten? Da ist jeder sich selbst der Nächste wahrscheinlich. So, okay. Ja, ich folge jetzt einfach mal wieder. Ja, hier ging es ja querfeldein. Ja, die war ein bisschen seltsam, die Questmarkierung. Ja. Aber hier können wir ordentlich abkürzen. Sonst hätten wir außen rum reiten müssen. Boah, hier sieht es schon sehr winterlich aus. Wow, geil. Diese Wolkenformation, die Vögel dazu. Ach ja, das hat doch was. Oh, jetzt muss ich hier runter. Ich bin letztes Mal auch hier runter gegangen. Oder geritten. Besser gesagt. Nee, jetzt zwei Wege. Okay, Junge. Da bin ich ja mal gespannt. Und das sind wahrscheinlich auch die restlichen Verbrecher, oder? Nee, da steht nur Krieger. Wahrscheinlich müssen wir mit denen auch noch kämpfen. Die heißen hier nur Krieger. Betrunkener. Naja, bin ich ja mal gespannt. So, okay. So, Junge. Mein Gruß. Gelobt sei Freya. So ein Heini. So scheinheilig, ja. Dann tut er noch so, als ob er so gläubig wäre oder was. Und Respekt hätte. Was ist dort passiert? Du warst dort, als Morgwak den Garten plünderte. Hast angeblich als einziger überlebt. Stimmt, ich konnte fliehen. Die große Mutter hat mich an diesem Tag beschützt. Aber ihre Priesterinnen waren ihr egal. Sieht so aus. Ach so, das haben wir schon. Morgwak fesselte sie und schnitt ihnen die Kehle. Na gut. So, Junge. Aber Erzpriesterin Ulve verfluchte ihn mit dem letzten. Genau, das wissen wir ja schon. Was Gefahr. Lügner. Lügner. Genau. Was? Bei den Brüsten der großen Mutter. Spar dir das. Ich kaufe dir deine Frömmigkeit nicht ab. Du warst einer von Morgwaks Männern. So sieht's aus. Sieh an, wie klug du bist. Aber eins hast du übersehen. Die Jungs hier sind meine Männer. Jeder bis an die Zähne bewaffnet. Ich stell euch vor. Gerne. Aber gerne doch. Wir müssen nicht kämpfen. Obwohl, bezahlen will ich dir nicht. Also wenn das irgendwas kostet, dann nicht. Dann kämpfe ich nicht. Kein fahrender Ritter. Ich bin nicht der Gerechtigkeit wegen hier. Und warum gräbst du dann die Vergangenheit aus? Weil ich wissen muss, was im Garten genau geschehen ist, um Morgwaks Fluch zu brechen. Und warum zur Hölle? Soll der Hurensohn doch leiden bis Ragnarok? Was? Bis zum Tag danach? Sehr nett. Was schert mich, was du sagst? Das ist mein Beruf, genau. Wir müssen ja vorher rauskriegen, ne, was ihn befreien kann. Und danach können sie sich dann untereinander zerfleischen. Das ist ja nicht mehr unsere Angelegenheit. Mal sehen, ob das so läuft.
Ich mach das beruflich. Das hab ich auch mal gesagt. Bis Morgvak Befehl gab, nach Hindarsfjall zu segeln. Ich habe viel und grausam geplündert. Frauen getötet, Kinder. Wen immer meine Axt eben traf. Aber Priesterinnen, es war sogar mir zu viel. Als es vorbei war und Morgvak mit den anderen trank, nahm ich dies zur Hand. Ein Wolfszahnanhänger mit Runen bedeckt. Ich hatte ihn von meinem Vater, dem Godi unseres Dorfs. Er sagte, wen immer ich damit ritze, erleide ein Schicksal schlimmer als der Tod. Er hat wohl recht behalten. Oh. Hat dein Papa auch erwähnt, wie man es umkehrt? Das Opfer muss nur den Zahn bekommen, das ist alles. Aber du kriegst ihn nicht. Der Hurensohn soll leiden. Tu's für die Priesterinnen. Genau. Und die Priesterinnen? Sie sehnen sich nach ihrem Garten. Und du bist ihnen was schuldig, meinst du nicht? Na schön. Nimm ihn. Aber nicht umsonst. Eins verlange ich dafür. Ich sage niemandem was von deiner Vergangenheit. Mein Wort drauf. Das nicht. Wenn du was sagst, finde ich dich und töte dich. Ist Morgvak wieder Mensch? Kannst du ihn nicht gehen lassen? Auf keinen Fall. Ich hab dich im Blick. Das ist auch nicht ohne. Ja, ich euch auch, Jungs. Keine Sorge. Ihr könnt mir gar nichts. Ihr seid zwar selbstbewusst, aber das vergeht den meisten. Wenn sie dann erst mich haben, meine Klingen schwingen sehen. So, jetzt müssen wir wieder dort zurück, oder? Jo, wer hätte es gedacht. Tja, da bin ich mal gespannt, was das jetzt für Entwicklungen nimmt. Aber ich lasse den Typen leben. Also das nehme ich mir auf jeden Fall vor. Wenn das irgendwie möglich ist, lasse ich ihn leben. Und dann soll er seine Rache nehmen. Und ja, wie gesagt, sollen sie sich dann untereinander zerfleischen. Und dann wird hier dem Schicksal der gesamten getöteten Menschen von dieser Räuberbande vielleicht Genüge getan. Wir werden es erleben, Leute. So hoffe ich doch. Sofern das Spiel das denn so vorsieht. Wie gesagt, ich mal es mir jetzt so schön aus, aber am Ende kommt es dann doch ganz anders, als man denkt. Ne? Ist ja meistens so. Bei The Witcher 3. Was ja auch cool ist. Ich meine, das liebe ich ja an diesem Spiel. Dass es halt oft sehr unvorhersehbar ist. Ne? Was hier passiert. Oh, es scheint hier die Sonne so wunderschön. Straft dieser ganzen Angelegenheit so ein bisschen. Lügen. Weiter so, Plätze. Moment, okay, absteigen. Komme ich jetzt hier auch rein mit dem Schlüssel? Wäre natürlich geil. Nee, immer noch nicht. Das kann nicht wahr sein, oder? Muss ich wieder hier den Umweg nehmen. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg und ich mache mir irgendwelche unnötigen Umstände. Aber nee, ist ja nicht so wild. So, ist ja trotzdem cool vom Leveldesign her. So, hier können wir wieder runter, ne? Ich bleib an der Wurzel hängen. Wie soll es auch anders sein? So. Hier können wir jetzt auf jeden Fall durch. Jetzt müssen wir wieder zur Höhle, ne? Von Morgvak. Oder zur Höhle des Morgvak. So. Richtig. Ja. Müssen wir. Genau. Die ist auf der anderen Seite. Ja, puh, jetzt komme ich hier rein. Ohne Probleme. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie er denn darauf reagiert, wenn er erfährt, dass da gar nicht die Priesterin dran beteiligt war. Ah, da ist er ja wieder, aber erstmal müssen wir wahrscheinlich erneut gegen ihn kämpfen. Ja. Aber er ist ja verflucht, gegen alles, was sich hier bewegt, auf dem Grundstück quasi zu kämpfen. Aber danach können wir ihm den reinen Wein einschenken. Ui, jetzt haben wir auch kurz benommen. Trotz des Schildes, ja, das ist schon enorm. Dass das Vieh für eine Kraft hat. Ich hoffe mal, dass ich danach wieder aufsteigen werde. Dann können wir auch wieder mal neue Skills. Oh, jetzt können wir mit ihm. Nicht schon wieder. Du kannst dem ein Ende machen. Jetzt können wir es. Erlöse mich. Jetzt
können wir es in der Tat, Junge. Ja, füttern können wir nicht. Also es hat ja nur Schmerzen zur Folge. Ich meine, man kann ihn quälen damit, aber unnötig, oder? Okay. Weil der wollte uns ja auch belohnen, ne? Aber das Dorf hatten wir ihn schon angesprochen. Ist auch ausgegaut so ein bisschen, oder? Na, ich kann es ja nochmal fragen. Sagtest du etwas von einer Belohnung? Immer schön. Geplündert. Geflattert, getrunken. Mit einer Ausnahme. Echter Schatz. Versteckt. Dein. Wenn du mir hilfst. Na klar. Machen wir. Okay. Vielleicht erfahren wir das danach. Geben wir ihm mal den Reißzahn. Hier. Leg den hier an. Noch mehr. Zähne brauche ich nicht. Nicht klug scheißen. Anlegen. So sieht's aus. Ah. Na süße. Ich bin erlöst. Erlöst. Endlich. Oh, wo ist die nächste Taverne? Hat der gar nichts gemacht. Ein Grillschwein essen. Oh nein, lieber ein Rind. Na gut, der hat und mit einem Fassbier runterspülen. Ach, dann in See stechen. Sie haben mich bestimmt vergessen. Aber ich werde sie schon erinnern. Verdammt! In Novigrad, überall. Ich bin wieder da. Oh nee. Er hat echt nichts draus gelernt, oder? Ich meine, dass er jetzt das Verlangen hat, was zu essen, ist ja verständlich, wenn er die ganze Zeit dazu verflucht war, nichts essen zu können oder fressen zu können. Aber, ja, das kann ich nicht zulassen. Zuerst meine Belohnung, genau, denken wir es mal an. Gute Winde und so, aber ehe du gehst, meine Belohnung. Stimmt, fast vergessen. Ja, komisch, wa? Passiert oft, zu oft. Hm. Beruhige dich, ich bin ein Ehrenmann. Hör zu. Klar. Geh nach Novigrad, in die Scherben zum Geier, dem Geldverleiher. Bestell ihm Grüße von Morgwag. Dann wirst du mich als großzügigen Mann kennenlernen. Also dann, leb wohl. Das Meer ruft. Kann ich es nochmal ansprechen? Nö. Hm. Hol dir deine Belohnung vom Auftraggeber ab. Alles klar, Leute. Aber den können wir jetzt nicht nochmal irgendwie... Ne, ich könnte ihn jetzt bekämpfen, ja, aber... Aber schade, ich konnte ihm jetzt nicht erzählen, wem er den Fluch eigentlich zu verdanken hat, ja? Das ist doch doof. Also das finde ich jetzt ein bisschen unbefriedigend, dieses Ende der Quest. Aber, naja. Egal, dafür kriegen wir ja vielleicht eine Belohnung. Also ich setze das jetzt so ein bisschen in Anführungsstrichen, weil ich kann mir von so einem Tunichtgut ehrlich gesagt nicht so viel erwarten. Ja, aber ich würde mal sagen, mit dieser Quest soll es das dann erstmal gewesen sein für diese Folge. Und dann sehen wir uns einfach hoffentlich beim nächsten Mal wieder, ne? Also denn, bye bye, ciao ciao. Lasst es euch gut gehen, euer Chuck. Und falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da, ne? Bis dann.